Van Grate welkom, grüezi und hallo. Drei Sprachen, drei Flügel. Heute sprechen wir über die Fokker DR1, das Cobiset 2974 aus der Great War Edition, den berühmten Roten Baron, geflogen von Manfred von Richthofen. Ich bin Blockstar und ihr schaut mir gerade zu, hier in der Noppenkötzenscheune. Ihr kennt es, wie immer ist dies ein Werbevideo, zwinker, zwinker, weil ich die Marke Kobi nenne, mal wieder ein Kobi-Set, genau. Aber ich möchte hier daran nichts verdienen, ich werde hier dran auch nichts verdienen, ich kann auch noch nichts hier dran verdienen. Das Einzige, was ich verdienen möchte, ist gute Laune bei euch, gute Laune bei mir, Kommentare möchte ich mir verdienen, Daumen nach oben und natürlich ein paar Abonnenten. Hier nochmal an alle meine neuen Abonnenten, vielen, vielen lieben Dank, danke für das Vertrauen. Schuld ist da wohl auch dran der Weihnachtsspendenstream von 14.12. von den Klemmbaustein Customs, bei dem wir über 31.000 Euro eingesammelt haben für Save the Children. Das war so der Hammer. Danke an alle, die da mitgemacht haben. Danke an alle Spender. Danke an dir da, dass du das gemacht hast, dass du reingeschaut hast, dass du gespendet hast. Und ganz fetten Lob und auch Dankeschön vor allen Dingen an Daniela und Sascha, dass ich dabei sein durfte. Es hat so mega Spaß gemacht und ich würde mir wünschen, wenn wir das öfter machen können, uns da irgendwie organisieren können, wenn wir da ja irgendwie eine große Klemmbaustein-Familie werden hier in Deutschland. Das müssen wir nicht nur den ein, zwei Großen überlassen, sondern ja, wir sind halt eine tolle Klemmbaustein-Familie. Punkt. So, jetzt schauen wir uns den Karton an und ja, ich habe es vergessen zu erwähnen, ich habe hier von der Steinekiste aus Osnabrück noch ein kleines, ja, Polybag nicht, aber einen kleinen Zipbeutel. Da ist mal wieder was drin, denn wer meine Videos kennt, weiß, dass ich mit diesen Kobi-Figuren nicht so ganz zufrieden bin, sehen zwar super aus, auch diese hier sieht sogar mit am besten aus von allen Kobi-Figuren, die ich jetzt hatte, aber ich stehe halt total auf Lego-Mini-Figuren und ja, ihr habt erraten, da ist eine drinne, lasst euch überraschen, was für eine und jetzt schauen wir uns den Karton an, packen es aus und haben dann viel Spaß beim Bauen und lassen den roten Baron fliegen. Da, schaut euch an, das Schmuckstück, den Dreierdecker, die Fokker DR1, der rote Baron, Great War Edition, 2974, ich habe es erwähnt, 175 Steinchen und eine Minifigur aus der Historical Collection von Kobi. Ich habe 25 Euro bezahlt, hier beim Klemmbaustein-Dealer von um die Ecke. Ich sage es ja immer wieder, support the local Klemmbaustein-Dealer. Aber natürlich könnt ihr auch gerne im Internet kaufen, bei eurem Lieblings-Online-Shop. Das Flugzeug gibt es für um die 15 Euro mittlerweile. Wie gesagt, ich habe es im Einzelhandel gekauft, daher etwas teurer, aber es war es mir wert. Ja, dieses Flugzeug, wir waren gerade stehen geblieben bei der Minifigur, hat einen tolle Minifigur, einen tollen Piloten. Die Figur von Kobi ist wirklich sehr schön, sehr detailreich. Hier mit Stiefeln, Handschuhen, Fliegerbrille, Fliegermütze aus Leder und diese tolle ja, preußische Uniform, Fliegeruniform mit Ritterkreuz und dem Pole Merit, den höchsten Orden, den es damals gab. Den hat der Herr von Richthofen ja verdient. Wisst ihr selber, einer der berühmtesten Jagdpiloten überhaupt, wenn nicht sogar der berühmte Jagdpilot. Leiter des Jagdgeschwaders 1, sein Nachfolger, nachdem er abgeschossen wurde, war Hermann Göring. Kennt man bestimmt leider aus unserer unrühmlichen Geschichte. Ganz interessant ist, dass das Jagdgeschwader 1 bis heute quasi überlebt hat, denn heute bei der Bundeswehr gibt es auch noch einen Traditionsverband, der halt den Roten Baron in seinem Wappen führt. Aber ich möchte gar nicht über Herrn von Richthofen reden, auch wenn der, da wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte reden über das Flugzeug und die Technik. Jetzt waren wir bei der Minifigur stehen geblieben und ja, wer mich kennt, der weiß, ich habe so meine Probleme trotzdem mit den Kobi-Minifiguren. Ich bin vielleicht schon zu alt, ich stehe halt total auf Lego-Minifiguren. Und ich mag diese tollen Kobi-Sets kombiniert mit halt Lego-Minifiguren. Ihr kennt das bei meinem Leopard zum Beispiel. Da habe ich es ja auch schon gemacht. Da habe ich hier meinen eigene Custom Bundeswehr Panzerfahrer. So, wieder rein mit dir. Oder bei meinem Video zu dem Panzer 4 habe ich auch meine eigenen Lego Minifiguren bzw. Lego-artigen Minifiguren mir dazu geordert. Wenn ihr das Video bis zum Ende anschaut, davon gehe ich auf und das hoffe ich, dann baue ich auch noch diese Figur ein. Wie gesagt, trotzdem, diese Kobi-Minifigur ist super gut, super schön detailreich, hat wirklich tolle Features oder beziehungsweise Details, wie hier den Polymerit. Finde ich wirklich klasse. Jetzt habe ich leider ja schon über 100 Abonnenten und habe diesen Zeitraum verpasst. Vielleicht, oder nicht vielleicht, ich denke mal, im 200 Abonnenten-Special packe ich mal alle meine Kobi-Figuren zusammen. Ich habe da mittlerweile hier einige und werde die dann verlosen. So, trotzdem, diese Figur ist super.
Also ich habe nichts gegen die Kubi-Figuren, ich mag einfach nur die Lego-Figuren mehr, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja, ich mache mal kurz gar nichts, dann könnt ihr den Karton euch abfotografieren, beziehungsweise euch die Features immer selber reinlesen. So, genug, muss reichen. Und jetzt kommen wir. Denn ich labere ja immer wieder ein bisschen drum herum und wir haben hier ein paar Features, wo ich ja drüber reden möchte, weil die wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig sind. Denn wir sehen hier schon mal das Maschinengewehr. Und wir alle kennen ja Flugzeuge mit Maschinengewehren aus diversen Filmen und sind das halt gewohnt, dass halt das funktioniert. Aber man muss halt mal überlegen, damals, ich meine, das ist ein Riesenproblem gewesen, überhaupt ein Maschinengewehr auf so einen Stoff-Sperrholzkasten, denn das mehr waren diese Flugzeuge nicht. Das waren Spielereien im Ersten Weltkrieg, auch eigentlich nicht wirklich eine Waffe wie im Vergleich beim Zweiten Weltkrieg, denn man hat damit nur Aufklärer vom Himmel geholt und ein bisschen Bodenangriffe, aber nicht wirklich viel. Bombenlast haben meistens Zeppeline getragen. Also eigentlich war das nur ein Hightech-Feature, mit dem man mal ein bisschen rumgespielt hat, wie Krieg in der Luft sein könnte. Leider hat der Zweite Weltkrieg dann ja bewiesen, wie schrecklich und brutal der sein kann. Aber kommen wir zurück zu den Maschinengewehren, denn die Fokker D1 ist eines der ersten Flugzeuge gewesen, das ein Synchron, nicht eins, sondern zwei Parabellum-MGs hatte, die synchronisiert durch den Propeller schießen konnten. Das war damals nicht der Fall. Das Flugzeug 1917 kam es auf den Markt. Bis dahin haben die Flugzeuge entweder obendrauf ihr Maschinengewehr gehabt und haben von oben geschossen oder sie waren seitlich versetzt, was aber schwierig war, denn diese Flügel waren aus Stoff. Die Franzosen haben sogar allen Ernstes und auch dann die Engländer und die Amerikaner haben die Propeller mit Eisen beplankt und sie haben durch den Propeller oder auf den Propeller geschossen und die Kugeln sind halt abgeprallt. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, als Pilot eh schon so ein bisschen tricky in so eine Stoffkiste zu fliegen und dann schießt du und die Hälfte der Kugeln prallen von deinem Propeller ab. Die Deutschen, und jetzt kommt's, ich habe ja vorhin Grözi gesagt, ein Schweizer eigentlich, der Herr Schneider nämlich, hat dieses Synchronisierung, dieses Unterbrechergetriebe, so heißt es, für das Maschinengewehr gekoppelt mit dem Motor, ein Oberursel-Umlaufmotor, auch interessant, der Motor hat sich mitgedreht, synchronisiert. Das heißt, man hat geschossen, während der Propeller quasi auf der Stellung war, dass man halt wirklich durchschießen konnte. Also das Maschinengewehr war mit der Propellernarbe bzw. mit dem Antrieb gekoppelt bzw. synchronisiert. Unterbrecher heißt, ich konnte nicht schießen, wenn das Propellerblatt vor meinem Lauf stand. Und das war wirklich einmalig und hat die Luftfahrt revolutioniert. Der Schneider, wie gesagt, ein Schweizer, hat hinterher auch einen deutschen Pass bekommen. Kein Wunder warum. Ja, und mit dieser synchronisierten Maschinengewehrgeschichte haben die Deutschen dann die Lufthoheit erobert. Die berühmte Fokker-Plage. Denn diese Unterbrechergetriebe, diese MG-Synchronisation, wurden dann in die berühmten nicht einer, sondern ein Flügel, also ein Decker von Fokker eingesetzt und damit wurde die Luftherrschaft wieder zurückgekämpft. Das ist nämlich ganz wichtig. Dieses Flugzeug oder diese ganzen Flugzeuge, die waren nicht bunt, weil sie so Ritter waren oder weil sie so blutrünstig waren oder weil sie so auffallen wollten im Sinne von, guck mal hier, wie toll ich bin. Nein, also schon irgendwie, aber sie sind bunt gewesen, einfach weil das die Taktik war. Die deutschen Fliegertruppen waren unterlegen an Material dessen, was die Alliierten, die Entente, in die Luft bringen konnte. Und somit war es gar nicht, überhaupt nicht zweckmäßig, diese Flugzeuge zu tarnen, denn die deutschen Luftstreitkräfte, die deutsche Fliegertruppen, die kaiserlichen und auch später die österreichischen und die osmanischen, die waren darauf angewiesen, dass man sie sieht, dass man in den berühmten Dogfight kommt, dass man kämpft. Deswegen waren die Flugzeuge auch beschrieben mit Not Yet zum Beispiel hinten auf den Höhenruder. Oder es gibt sogar welche mit Hakenkreuz, ich mache euch ein Video unten dran, damals sogar schon und ja, ziemlich sehr bunt, wie gesagt, weil sie doch auffallen wollten im Sinne, komm her, wir müssen kämpfen. Es gab keinen Grund, die Flugzeuge zu tarnen, denn es gab relativ wenige im Vergleich zu den Briten. Die Briten waren getarnt, alles gut, die Deutschen waren darauf aus, in der Luft gesehen zu werden, um in den Kampf zu kommen, um dann ihre teilweise überlegenen Flugtaktiken, der Herr Immelmann, der Herr Boelcke, anderes Thema, einzusetzen. Ja,
Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich wollte ja eigentlich nochmal über das Flugzeug an sich reden. Ein Dreierdecker. Drei Flügel bedeutet ziemlich gute Flugeigenschaften im Sinne in der Luft kleben. Noch heute gibt es sehr viele Fokker DH1 bei privaten Leuten als Replika, nämlich für Flugschauen. Denn dieses Flugzeug war unheimlich wendig. Der Herr von Richthofen hat gesagt, wendig wie der Teufel und klettern wie der Affe. Also Steigleistungen und Auskurvenmöglichkeiten mit diesem Flugzeug en masse hat die berühmte Shopless Camel ausgekurvt. War relativ langsam. Zwischen 140 bis 185 Stundenkilometer, je nach Höhe. Das ist halt so variabel auf verschiedene Quellen. Also eigentlich sehr langsam, aber verdammt, verdammt wendig. Maschinengewehr, hatte ich ja schon gesagt, zwei Parabellum, 7,92 mm. Damals gab es halt noch keinen NATO-Standard. Die Maschine, ein Oberursel-Umlaufmotor, also das habe ich euch auch gesagt. Der Motor ist ja quasi mitgedreht. Also das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn die den Propeller gestartet haben. Der Motor hat halt mitgedreht. Gebaut wurden hier von 420 Stück. Und dass dieses Flugzeug gebaut wurde, ist eigentlich auch ganz lustig, denn es war eine dreiste Kopie bzw. ein Nachbau. Wir schimpfen ja immer über Lapin und so weiter bei Klemmbausteine. Die Fliegertruppen haben es gemacht. Sie haben nämlich die Shopwith Triplane, einen Dreierdecker der Engländer, nachgebaut. Also es gab einen Auftrag an den Herrn Fokker, Anthony Fokker, ein Niederländer, deswegen auch die niederländische Begrüßung, der dieses Flugzeug nachbauen sollte. Aber ein deutscher Konstrukteur, Ingenieur bei Fokker, hat gesagt, nachbauen, das mache ich nicht, kommt ein eigener Entwurf. Und dieser eigene Entwurf war dann die Fokker DR1. Genau. Der berühmte Rote Baron. Von 1917 bis 1918 im Einsatz, 420 Stück. Eine Person, also eine Besetzung, ein Pilot, war als reiner Jagdflieger gedacht. Natürlich auch damals mit der Hauptzweck, warum es Jagdflieger gab, auch der Aufklärung wegen. Die Jagdflieger haben ja meistens Aufklärungsballons und andere Aufklärer abgeschossen, um halt für die Bodentruppen ihren Dienst zu leisten. Ja, eine Länge von um die 7,20 Meter, also Flügelspannweite meine ich, eine Länge von 5,80 Meter, eine Höhe von um die 3 Metern und eine Reichweite so von um die 300 Kilometern. Was, ja, das, man darf nicht vergessen, das war 1917. Schaut mal nach, wann der allererste Motorflug war, Kitty Hawk. Das ist nicht lange her. Und da ist dieses Flugzeug schon ein riesengroßer Quantensprung im Vergleich zu diesem ja, Ultraleichtsegler mit Gummimotor, nenne ich es jetzt mal übertrieben, von der Gebrüder White in Kitty Hawk. So, jetzt habe ich euch wieder ganz viel zu diesem Motor gesagt, oder quasi zu dem Motor, zu dem Flugzeug. Mir ist noch eingefallen, zum Motor 1100 PS. Also auch wirklich eine Meisterleistung der Technik im Vergleich zu dem, was ich gerade gesagt habe, was damals in Kitty Hawk am Start war, dieser Fahrradmotor. Achso, und eines noch habe ich vergessen, steht hier auch gerade, ja, Steigmöglichkeiten von 5,7 Meter in der Sekunde, deswegen ja auch klettern wie die Affen, und eine Dienstgipfelhöhe konntest du erreichen von so 6.100 Metern. Ja, so, jetzt aber genug. Ich könnte noch mehr erzählen, denn gerade über Herrn Fokker, der Niederländer in den deutschen Diensten, deswegen auch, wie gesagt, meine niederländische Begrüßung, hat ja eigentlich die Flugzeuge für die Alliierten bauen wollen, die wollten aber nicht. So ist er halt dann in Deutschland zu seinen Aufträgen gekommen und die berühmten Flugzeuge, die Einerdecker, die Eindecker und natürlich hier die DR1 vom Roten Baron, sein Name, sein Markenzeichen. Später ist der Herr Fokker dann wieder zurück in die Niederlande, weil aufgrund des Versailler Vertrags durfte in Deutschland ja kein Flugzeug mehr gebaut werden. Und selbst da hat er noch Flugzeuge gebaut, die auch teilweise im Deutschen im Zweiten Weltkrieg geflogen sind. Und ja, dann noch später ist der Herr Fokker in die USA emigriert, so dass er dann drei Pässe hatte. Also wir hatten heute drei Flügel, wir hatten Schweiz mit den Unterbrechergetriebe für das Maschinengewehr, wir hatten Deutsch aufgrund der Tatsache, dass, naja, ne, ihr seht die Balkenkreuze, und wir hatten das Niederländisch für Anthony Fokker oder Anthony Fokker, und er hatte drei Pässe. Das ist doch lustig. Jetzt auch ein toller Abschluss. Jetzt gab es nämlich Intro, jetzt gab es nämlich das Flugzeug und jetzt kommen wir zum Teil 3, nämlich zu dem Klemmbaustein. Ich reiß jetzt aus, pack ihn aus und dann bauen wir endlich.
Schaut es euch an, unsere Lady in Red, unsere Fokker DR1, das Kubiset 2974 aus der Great War Edition. Schön geworden. Aufkleber, Daumen nach unten. Aber sonst, auch sonst bin ich kein Freund von den vielen Formteilen, aber hey, es ist die DR1, es ist Fokker, es ist ein Dreidecker aus dem Ersten Weltkrieg, dann darf das Kubi auch mal. Steine, wie immer, gut. Spielen würde ich euch damit nicht empfehlen für Kinder, weil hier diese Streben floppen immer mal wieder raus und dann ist schnell die Tragfläche ab. Es sei denn, die Kinder wollen Abschuss und Absturz spielen. Aber sonst, tolles Set. Geht auch nicht bei mir hier ins Regal, sondern geht rüber ins Wohnhaus. Finde ich klasse. Herr von Richthofen, die Kubi Minifigur, top, super bedruckt. Die Details, das Schild hier von der Modellbezeichnung, dieses Stand-Up, auch richtig cool. Einzige, was blöde ist, dass hier wohl beim O vom Fokker andere Schriftart genommen wird und deswegen passt das nicht so ganz. Wie gesagt, Aufkleber, bäh. Was ich vergessen habe noch, Anleitung, wie immer, kubitechnisch gut. Was man baut, ist farbig, was man nicht bauen muss, ist ausgegraut, der Rest im Hintergrund ist beige. Kubi-Anleitung, wer sie kennt, ja, State of the Art, möchte ich mal fast behaupten. Gut, wenn man sich daran gewöhnt hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hatte ich am Anfang auch ein bisschen meine Probleme. Ja, er ist noch nicht ganz fertig, denn ich habe euch ja gesagt, ich mache noch was. Und zwar von der Steinekiste in Osnabrück habe ich mir aus der Lego Minifigure Series 3 den Piloten gekauft. Ich möchte nicht, dass ihr abschaltet, wenn ihr riesengroße Kubi-Freunde seid. Ich mag die Kubi-Figuren auch. Nur mag ich die Lego-Figuren mehr. Vielleicht kann man das so sagen. Und ich hätte mir als Kind den Dreierdecker von Lego so gewünscht. Jetzt hat den Kubi gebaut. Und was gibt es dann nichts Schöneres, als wenn man seine liebgewordenen Lego-Figuren und sogar hier eine echte Lego-Minifigur dann kombiniert. Also ich bin der Blockstar mit den Frankenstein-Sets. Bitte, ja, verurteilt mich nicht, aber so kann ich vielleicht beides mitnehmen. Die AFOLs und die AFOPs, wenn man AFOPs noch sagen darf. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Pilot kommt rein. Bisschen problematisch ist, dass in dem Flieger hier der Sitz ja optimiert ist für die Kubi-Figur, also für die Beine. Und der liebe Lego-Pilot sitzt jetzt wahrscheinlich gerade auf den Steuerknüppel. Aua, aua. Aber so ist das nun mal. Das Gute ist, ich habe eine Plate über und da kann der Herr von Richthofen drauf und schon, zack, habe ich hier so ein kleines Mini-Diorama, passt doch. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Kubi-Steine über, ein paar Teils und Verstrebungselemente, jeweils eins von den Flügeln, von dem Höhenleitwerk und hier oben von den Oberflügeln nochmal. Von der Lego-Figur habe ich jetzt noch einen Turnister über, der geht aber in ein kommendes Projekt, das verrate ich euch aber noch nicht. Ja, also Fazit, 15 Euro. Mitnehmen, unbedingt. Ich meine, DR1, ikonisch, rot, jedes Kind kennt ihn. Ich habe euch ein bisschen was von der technischen Seite erzählt, die interessant ist. Und für den Preis, Schnapperchen, und dafür sieht es auch noch so gut aus. Also, ja, wenn ihr irgendwo rankommt, nehmt es mit und stellt es euch im Wohnzimmerschrank, wo auch immer. Es ist jetzt nicht so eine Kriegsmaschine wie vielleicht so ein Panzer oder sowas, ne? Und sieht einfach nur toll aus. Ja, dann bleibt mir eigentlich wie immer nichts anderes übrig, als mich bei euch zu bedanken. Es ist so toll, ihr seid in letzter Zeit so viele mehr geworden und ich hoffe, dass es so bleibt und wir uns alle wohlgesonnen sind. Und ja, lasst einen Daumen da, abonniert mich, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Schreibt mir bitte unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es war jetzt nicht das erste Klemmbaustein-Video zu dem Kubi-Set, aber wie gesagt, ich habe mal ein bisschen versucht, ein bisschen technisch wie immer was zu erzählen. Ja, gebt mir mal Feedback, ob es euch gefallen hat, was ich noch verändern kann, würde mich voll freuen. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederbauen, euer Blockstar.
Schon cool, so ein Dreierdecker. Und auch du hast jetzt drei Möglichkeiten. Nämlich entweder du guckst dir links und rechts hier eins meiner weiteren Videos an oder du klickst hier in der Mitte und abonnierst meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Ach halt, mir fällt ein, du hast auch noch eine vierte Möglichkeit. Du klickst oben auf das X. Mach's gut.